Kennst du das auch, dass die Leute sagen, du sollst aus der Komfortzone, man muss aus der Komfortzone, aber eigentlich ist es da doch total schön gemütlich und eigentlich will man da doch total gerne drin bleiben. Und dann weißt du, dass es wichtig ist, aber du nimmst dir dann vor, ich gehe aus der Komfortzone und dann macht man den Schritt doch nicht, weil man dann doch lieber in der Komfortzone bleibt. Und hier auf dem Kanal hört ihr das auch immer wieder von mir, geh aus der Komfortzone. Weil das so viel mit unseren Bedürfnissen zu tun hat, mit dem Bedürfnis nach Sicherheit. Deswegen hört ihr das von mir auch immer wieder. Aber bevor ich darauf eingehe, will ich dir erstmal Danke sagen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier zuzuhören, dir die Zeit für dieses Video nimmst. Aber auch danke, dass du auf diesem Kanal bist und Veränderung willst und nicht zu den Leuten gehörst, die sagen, oh, das haben wir schon immer so gemacht, wir machen das auch weiterhin so, sondern ja, dass du auch was verändern willst. Und deswegen gibt es diesen Kanal, natürlich auch, damit wir hier Spaß zusammen haben, aber auch, um gemeinsam zu wachsen und um gemeinsam die Pädagogik auf den neuesten Stand der Wissenschaft zu bringen. Und wie ihr wisst, habe ich über ein Jahrzehnt mit Systemsprengern gearbeitet und habe in der Praxis gemerkt, so wie die Pädagogik ist, so kann es nicht weitergehen. Irgendwas müssen wir tun und habe mich dann ganz viel mit dem Konzept von Jean-Paul beschäftigt, wo ja die Bedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt werden. Unter anderem das Bedürfnis nach Sicherheit, eines unserer Grundbedürfnisse. Und dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar war ich zum Beispiel als Kind ein ganz schüchternes Kind. Ich wollte nie aus der Komfortzone gehen. Ich wäre am liebsten da drin geblieben. Und ja, wenn wir irgendwo hingegangen sind, musste ich erst mal 2 Stunden auf dem Schoß von Mama sitzen, weil ich super, super schüchtern war. Also aus der Komfortzone gehen war für mich ganz schrecklich. Und irgendwann, dann war ich jugendlich, ich glaube so 14, 15, habe ich dann zu mir gesagt, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr, vor allem Angst zu haben. Ich habe keine Lust mehr, ständig Angst zu haben, mit Personen zu sprechen, weil irgendwann musst du aus der Komfortzone. Du kannst nicht immer da drin sein. Manchmal musst du es. Gerade dann mit 15, 16, wenn es losgeht mit der Ausbildung, such dir eine Ausbildung. Und ich weiß noch, wie heute, ich wusste ja nicht, was ich machen sollte nach der Schule. Und habe mich dann auf alle möglichen Sachen beworben und habe mich dann unter anderem bei einer Krankenkasse beworben. Und da hatte ich dann mein erstes Vorstellungsgespräch und ich kam da rein und es saßen 5 Männer an einem riesen Tisch. Und ich war so schockiert und saß da drin, habe nur gestottert. Ich habe nicht kapiert, was die mich da eigentlich gerade fragen. Ich konnte nicht wirklich auf die Fragen antworten und bin da rausgegangen und dachte, wird sowieso nichts, wird doch nichts. Aber in dem Moment dachte ich mir, nee, das willst du nicht. Du willst nicht wieder in so eine Situation kommen, wo du nicht antworten kannst, wo du nur rumstotterst aus Angst vor Leuten zu sprechen oder einfach mit fremden Menschen in einem Raum zu sein und denen irgendwas zu erzählen. Und da habe ich angefangen, ohne dass ich dieses Konzept kannte, ohne dass ich das wusste, ohne dass ich das Wort Komfortzone kannte, angefangen, mich meinen Ängsten zu stellen. Und ich hatte auch Höhenangst. Ich bin auf jeden Berg geklettert, auf jeden Turm geklettert, in jeden Hochseilgarten gegangen. Ich stand heulend auf dem Eiffelturm. Ich kann mich noch wie heute an diese Eisentreppen erinnern, bei denen man durchschauen konnte, wo man dann durch die Eisentreppen gucken konnte und gesehen hatte, wie tief es darunter geht. Und ich aber Stück für Stück höher gegangen bin und ja, hatte zum Glück damals meinen Freund dabei, der mich ganz lieb unterstützt hat. Und dann stand ich auf dem Eiffelturm, obwohl ich geheult habe. Aber Stück für Stück hat mir das meine Angst genommen und ich bin immer sicherer geworden.
innerlich sicherer. Und darum geht es bei mir, bei diesem Bedürfnis nach Sicherheit. Nicht um das Außen, um außen immer alles abzusichern. Daran sind wir super gut. Das ist auch wichtig, aber das können wir gut. Aber die innere Sicherheit aufzubauen. Und ich habe mir eine Ausbildung gesucht, dann als Arzthelferin, wo ich auf Menschen zugehen muss, wo ich ans Telefon gehen muss. Und 3 Jahre lang wirklich jeden Tag einfach Kontakt mit Menschen hatte. Und ich dann gemerkt habe, ich werde immer sicherer, ich werde immer sicherer. Es ist kein Problem mehr, ans Telefon zu gehen oder auf Menschen zuzugehen. Und ja, das ist es, was ich euch einfach mal weitergeben will. Und deswegen sage ich immer, geht aus der Komfortzone, geht raus. Es ist so wichtig, weil ihr müsst einfach, ne, aus dieser, wenn das hier die Komfortzone ist, dann, um die zu vergrößern, damit die nicht so klein bleibt, muss man aus der Komfortzone einmal in die Angstzone und am besten dann nochmal weiter in die Panikzone, damit alles einmal durchgeschüttelt wird und damit sich diese Zone erweitert. Wenn du nämlich einmal da durchgehst in die Angstzone, merkst, du stirbst nicht, ist alles gut, ich überlebe, auch wenn ich in einem Raum mit 5 Männern sitze und denen irgendwas über Außendienst erklären soll, obwohl ich keine Ahnung habe, was das überhaupt ist, werde ich immer sicherer. Und diese kleine Komfortzone wird immer größer und immer größer und immer größer. Aber dazu muss ich mich trauen, hier halt rauszugehen. Nicht immer, man darf da auch ruhig mal drin bleiben, aber immer wieder raus, um mein Bedürfnis nach Sicherheit zu befriedigen. Hört sich erstmal konträr an. Erstmal so, wieso sollte ich denn aus dieser Sicherheit rausgehen, wenn mein Bedürfnis durch Sicherheit ist? Aber es ist genau das. Rausgehen aus dieser Komfortzone in die Angstzone und so erweitert sich meine Komfortzone und ich fühle mich immer sicherer, immer sicherer, immer sicherer. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare, was ihr drunter schreibt, wie ihr heute aus der Komfortzone gegangen seid.